Hallo und herzlich willkommen zu den Four Strings Bass Lessons. Ja, ich habe es mir vorgenommen, ich möchte euch hier regelmäßig mit ein paar Videos Tipps und Tricks zu eurem Bassspiel geben und mal schauen, was daraus so wird. Ihr hört an meiner Stimme, ich bin ein bisschen noch erkältet, war letzte Woche richtig auf der Nase gelegen und ich versuche es heute mal so ein bisschen. Also stört euch nicht dran, ich mache ein bisschen den Joe-Cocker heute hier. Okay, also Four Strings Bass Lessons, Tipps und Tricks zum Bassspielen sind hier gefragt. Und ich möchte in dieser allerersten Folge heute ein ganz wichtiges Thema anschneiden, nämlich den Übungsplan. Das heißt, wie übe ich effizient und so, dass ich auch wirklich Fortschritte mache. Ich habe dasselbe Problem wie ihr alle. Ich habe auch relativ wenig Zeit zum Üben. Also obwohl ich Profimusiker bin, habe ich trotzdem so viele andere Aufgaben, sodass fürs Üben eigentlich immer viel zu wenig Zeit bleibt. Was schade ist, ich übe sehr gerne, aber gut, so ist das nun mal. Und darum ist auch für mich das Thema schon immer wichtig gewesen, wie ich übe. Ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht und möchte euch hier so ein paar Tipps geben, wie ihr das vielleicht auch gut hinbekommt. Das Stichwort ist, einen Übungsplan zu erstellen. Gut, Übungspläne gibt es viele. Man sieht immer wieder im Internet irgendwelche vorgefertigten Übungspläne. Das macht nicht ganz so viel Sinn, weil ihr müsst euch natürlich euren Übungsplan selbst zusammenstellen. Der ist individuell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten und auch auf euren Zeitrahmen zugeschnitten. Und dazu habe ich einfach ein paar Bemerkungen hier zu machen. Grundsätzlich ist es so, man sollte sich erstmal darüber Gedanken machen, wie lange habe ich Zeit? Und zwar möglichst jeden Tag. Ja? Das heißt, es nützt nichts, wenn ich einmal die Woche 2 Stunden Zeit habe und den Rest der Woche gar nicht. Dann sollte ich lieber versuchen zu sagen, okay, ich übe jeden Tag nur 20 Minuten. Aber diese 20 Minuten sind so strukturiert, dass ich auch wirklich vorwärts komme. Ja, ich mache jetzt mal hier einen Übungsplan, der auf 60 Minuten ausgelegt ist. Nicht, weil ich denke, dass 60 Minuten jetzt unbedingt das Optimum sind, sondern weil man damit einfacher rechnen kann. Ja, also 60 Minuten. Und jetzt ist es so, mein Übungsplan oder mein Vorschlag für einen Übungsplan ist in 3 Teile unterteilt. Ja, und zwar habe ich oben, also ganz am Anfang meiner Übungen, die sogenannten Basics. Ja, Basics, als Basics bezeichne ich jetzt nicht irgendwelches Anfängermaterial, sondern die Basics des Bassspielens. Ja, also was muss ich so an grundlegenden Dingen wissen und können, um als Bassist in einer Band gut zu funktionieren. Ja? Zu diesen Basics gehören natürlich Fingerübungen. Ja, also irgendwelche Übungen, die mir helfen, dass die Koordination der Finger auf dem Griffbrett gut funktioniert und ich mich damit nicht irgendwie rumquälen muss. Ja? Also Fingerübungen wären eine dieser Basics. Dann ist natürlich ein Thema Rhythmik. Ja? Als Bassist ganz unverzichtbar. Ja? Rhythmik ist einfach die Basis für alles, was wir machen. Ja? Solange es groovt, ist alles in Ordnung, ja? Dann sind die Töne auch nicht so ganz so wichtig, aber wenn es nicht groovt, ist es, wie man so schön sagt, für den Arsch. Ja? Also muss ich mein rhythmisches Feeling trainieren und das ist wie bei einem Sportler. Ja? Es gibt eine rhythmische Fitness, die man haben kann, die auch wieder nachlässt, wenn ich das Training vernachlässige. Ja? Also eine wichtige Übung, die regelmäßig gemacht werden muss, ist die Rhythmik. Ja. Dazu auch in den nächsten Videos ein paar Beispiele dazu. Ja. Dann auch ein ganz heißes Thema, ja, immer wieder in meinen Workshops erlebe ich das, Griffbrettkenntnis. Ja. Das heißt, die meisten Leute kennen ihr Griffbrett vielleicht hier vom 1. bis zum 5. Bund, aber danach ist hier die Grauzone oder sogar völlig unbefleckte Zone hier oben, wo dann nicht mehr Töne gefunden werden. Ja? Das ist natürlich eine ganz schlechte Voraussetzung, wenn man ein wirklich
flüssigen Bassstil entwickeln will und vielleicht auch mal improvisieren will, dann sollte man schon immer ganz schnell wissen, wo der nächste Ton ist, den man spielen muss. Ja? Aber auch da kann man natürlich was gegen machen. Man kann es trainieren. Griffbrettkenntnis wäre so ein Thema. Ja? Und dazu werde ich auch ein paar Übungen bringen. Und nehmen wir mal noch als viertes Thema zum Beispiel Noten lesen. Wäre sowas, was ich auch immer empfehle, das sollte man ruhig können. Ja, das schadet nicht. Im Gegenteil, das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, auch für das Gesamtverständnis von Musik. Und man kann mit anderen Musikern kommunizieren. Ja, also mit einem Saxophonisten kann man über Tabs relativ schlecht reden. Er wird das nicht verstehen. Ja. Also Noten lesen ist auch gar nicht so schwer. Ich habe meine Notenlesenkurse, gibt es ja zum Teil im Internet auch. Und es ist machbar und auch da einfach ein Basic, das ich möglichst regelmäßig mache. Das heißt, wir hätten jetzt vier Themen für unsere Basics. Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, 60 Minuten Stundenplan, habe gesagt, wir teilen in drei Teile, ja, den Stundenplan, wären jetzt mal 3 mal 20 Minuten zum Beispiel. Das heißt, unsere Basics würden 20 Minuten abbekommen. Und bei vier Themen hätte ich pro Thema 5 Minuten Zeit. Ja? Und diese 5 Minuten, die trage ich mir dann in meinen Übungsplan ein. Und natürlich dazu auch noch dezidiert, welche Übungen ich genau mache. Aber das soll jetzt heute hier nicht Thema sein. Das werden wir in den nächsten Videos besprechen. Ich werde eins nach dem anderen diese ganzen Themen durchgehen, euch Übungen vorstellen, die man dazu machen kann. Also das dann beim nächsten Video. Also 4 mal 5 Minuten und wichtig ist jetzt, dass ihr euch einen Timer nehmt, ja, oder am Handy die Stoppuhr einstellt und wirklich nur diese 5 Minuten macht. Ja, das alte Problem ist nämlich immer, dass man an einer Übung übt und dann die Zeit überzieht und am Ende einfach den hinteren Teil des Übungsplans nie erreicht, ja, weil einem die Zeit ausgeht und ja, und das ist halt nicht effektiv. Ja. Es kommt noch dazu, dass rein aus lernphysiologischer Sicht man an einem Tag nichts lernt. Ja, das ist einfach mal, das könnt ihr euch mal merken. An einem Tag lernt man nichts. Kann man vergessen. Ja. Lernen, gerade was sowas angeht wie ein Instrument lernen, funktioniert nur durch Wiederholen. Und zwar durch regelmäßiges Wiederholen. Letztendlich ist es einfach wichtig, dass ihr alle Punkte in eurem Übungsplan wirklich durchspielt. Ja? Und wenn ich dann nur mal eine halbe Stunde Zeit habe statt einer ganzen Stunde, dann reduziere ich die einzelnen Themen. Statt 5 Minuten habe ich dann halt nur noch 2,5 Minuten. Stoppuhr an, Übung machen und wenn die Zeit um ist, wechseln zur nächsten Übung. Ja? Ganz wichtig, dann habe ich wirklich alles abgedeckt. So, das wären also die Basics im ersten Teil meines Übungsplans. Dann folgt der Abschnitt Wochenaufgaben, würde ich das mal nennen. Ja? Gut, was versteht man darunter? Ja, wenn man Unterricht nimmt und geht regelmäßig zum Bassunterricht, dann ist es ja so, dass man von seinem Lehrer auch Übungen bekommt, die man dann bis zur nächsten Unterrichtsstunde üben sollte. Ja? Und das verstehe ich unter Wochenaufgaben, aber es kann auch, wenn du nicht Unterricht nimmst, eine Aufgabe sein, die du dir stellst. Du machst in einem Buch zum Beispiel ein Kapitel durch und dann sagst du jetzt, okay, jetzt bin ich hier in dem Kapitel angekommen und arbeite jetzt dieses Kapitel durch. Oder ich spiele in einer Band und wir haben in der letzten Bandprobe besprochen, den und den Song machen wir neu oder dieser Song wird umarrangiert oder in dem Song spielst du ein Solo. Dann hast du einfach auch eine Aufgabe, die dann bis zur nächsten Probe zum Beispiel zu erledigen ist. Also das sind solche Aufgaben, die sich auch immer wieder ändern, ja? Während die Basics oben relativ lange Thema bleiben. Ja? Bis du rhythmisch fit bist, ja, das ist eigentlich eine Geschichte, da wird man nie aufhören zu lernen. Das mache ich bis heute, ja? Das mache ich seit 30 Jahren, Rhythmikübungen. Ja? Die ändern sich natürlich, die sind auf einem ganz anderen Niveau als noch vor mehreren Jahren, aber
ich werde immer neue Übungen finden, die mich rhythmisch herausfordern und die mein Rhythmus-Feeling feintunen und mich immer besser werden lassen. Ja. Auch das Notenlesen. Ja, ich bin ein relativ guter Notenleser, aber trotzdem muss ich da immer noch üben, weil wenn ich hier irgendwie sehr hohe Noten auf dem Blatt habe, dann wird es bei mir auch schon mal schwierig. Ja. Und auch das kann man nach wie vor üben. Also die Basics sind Sachen, die einen relativ lange begleiten. Der B-Teil, Wochenaufgaben, sind halt kurzfristigere Ziele, ja, wöchentlich oder vielleicht auch alle 2 oder 3 Wochen, einen Monatplan. Hängt immer davon ab, wie du gerade aufgestellt bist, was du gerade machst, ob du Unterricht nimmst, ob du in der Band spielst und so weiter. Ja. Und dann haben wir den letzten Teil, den Teil C in unserem Übungsplan, den ich als Wiederholung und Repertoire bezeichne. Ja, Wiederholung ist klar. Man sollte Übungen, die man eigentlich schon abgeschlossen hat, immer mal wieder auch hervorholen und nochmal gucken, ist denn da auch alles noch hängen geblieben? Bin ich denn noch auf dem Stand oder hakt es da schon wieder? Ja, oft ist es so, dass dann doch am Anfang erstmal, kann ich ja gar nicht mehr so richtig, kommt meistens relativ schnell wieder, das ist das Beruhigende daran, ja, aber man sollte es tun, wiederholen. Repertoire, wenn ich in der Band spiele, habe ich ein Repertoire an Songs, die ich eigentlich schon immer spiele, aber ich kann immer mal wieder feintunen oder auch mal wieder gucken, ist denn alles noch sauber oder kann man da noch was verbessern, ja, also was kann ich dort noch machen, Songs, die ich eigentlich schon eine ganze Weile spiele, nochmal unter die Lupe nehmen, nochmal spielen, nochmal verfeinern, vielleicht auch ein bisschen neue Licks reinbringen, kann auch sein, also das sind alles die Dinge, die in Repertoire eine Rolle spielen, also 3 Blöcke, A, B, C, Basics, Wochenaufgaben, Repertoire-Wiederholung. Ja, und wenn ihr euch das so einteilt und einen Plan macht, ja, ich habe das hier mal so vorbereitet, ihr werdet das als Download im Blog auch sehen, dann könnt ihr euch das runterladen und für euch ausfüllen. Das ist ein Blanko-Übungsplan, der nur jetzt diese Abschnitte zeigt. Ja. Und wenn ihr das dann regelmäßig macht und immer wieder updatet, ja, euren Übungsplan immer mal wieder mit neuen Inhalten füllt, dann werdet ihr sehen, dass ihr auch mit relativ wenig Übungszeit in ganz gute Fortschritte machen könnt. Ja? Also auch mit 20 Minuten üben täglich. Ja? Da sind halt die Blöcke nur 10 Minuten lang und jede Übung ist nur 2 Minuten lang. Auch das macht nichts. Ja? Wichtig ist, ihr geht alles durch und habt am Ende wirklich für euch und für euer Bassspiel das Optimum rausgeholt. Okay, ich hoffe, das waren ganz wertvolle und nützliche Tipps für euch und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo ich dann einige von diesen Themen nochmal ein bisschen genauer anschneiden werde. Ansonsten freue ich mich jederzeit über Fragen von euch. Ja, schickt mir an diese E-Mail-Adresse einfach eure Fragen und dann werde ich mich hinsetzen und vielleicht auch in so einem Video versuchen, eure Fragen zu beantworten. Auch irgendwelche Anregungen, die ihr habt, sind sehr willkommen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Anregungen bekomme. Für mich ist dieses Medium Video so ein bisschen schwierig. Normalerweise sitzen mir Schüler gegenüber im Workshop oder auch im Unterricht und können direkt mit mir interagieren und können Fragen stellen und ich kann darauf reagieren. Das habe ich eigentlich am liebsten. Aber gut, jetzt ist dieses Medium auch relativ gut, um noch Leute zu erreichen, die es nicht immer schaffen, zu mir nach Wiesbaden in Unterricht zu kommen. Und daher nutzt die Möglichkeit, stellt mir die Fragen per E-Mail und ich versuche, alles so gründlich wie möglich zu beantworten. Ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mal reinzuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, vielen Dank.